Guten Tag und willkommen zur ZIP um 17 Uhr. Ab 1. Jänner 2023 ist Kroatien Teil des Schengen-Raums ohne Passkontrollen. Darauf haben sich die zuständigen Minister heute in Brüssel verständigt. Gescheitert ist hingegen der Beitritt von Rumänien und Bulgarien und das liegt vor allem am Veto Österreichs. In München startet heute der Wirecard-Prozess rund um erfundene Milliardenumsätze, gefälschte Bilanzen und Briefkastenfirmen des IT-Unternehmens. Vor Gericht steht der österreichische Wirecard-Chef Markus Braun, der seit 2,5 Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Sein engster Vertrauter Jan Masalek ist weiterhin auf der Flucht. Die USA und Russland haben einen spektakulären Häftlingsaustausch vollzogen. Washington überstellte einen früheren Sowjetoffizier und Waffenhändler in Moskau. Und im Gegenzug wurde die in Russland wegen Drogenbesitzes zu 9 Jahren Haft verurteilte Basketballerin Brittany Griner freigelassen. Der 8. Dezember markiert traditionell den Auftakt zur Skisaison in Österreich. Doch heuer haben viele Skigebiete Schwierigkeiten, im warmen Wetter Schnee auf die Pisten zu bringen und müssen daher ihre Ski-Openings verschieben. In München hat heute der Prozess gegen den Online-Zahlungsdienstleister Wirecard begonnen, der Banken und Kreditgeber um Milliardenbeträge betrogen haben soll. Hauptangeklagter ist der aus Wien stammende Vorstandschef Markus Braun. Sein engster Vertrauter, der Österreicher Jan Masalek, befindet sich auf der Flucht. Er wird in Russland vermutet. In 100 Prozesstagen will das Münchner Gericht ein hochkomplexes Betrugssystem rekonstruieren. Und um die Zukunft des Wintertourismus geht es heute auch bei Aktuell nach 5, Nadja. Davor hat jetzt Manuel Oberhuber noch die Wetteraussichten für uns. Gemeinsam mit Tarek Leitner begrüße ich Sie wieder um 19.30 Uhr. Bleiben Sie jetzt aber dran, denn es geht gleich weiter mit Aktuell nach 5.